Das heißt, der Gründer hinter dem Unternehmen ist für mich wichtiger als die Idee. Herzlich willkommen zu Life Design TV. Ich bin heute hier in Düsseldorf zu Gast bei Felix Tönnesen und wir are on fire, wie du siehst. Ja, freue mich, dass ich hier sein darf. Danke, dass du dir Zeit nimmst für dieses Interview. Sehr gerne. Felix Tönnesen, ein Experte seines Zeichens für Startups, begehrter Speaker zu dem Thema, Experte für Medien, ja, und deswegen ist unser heutiges Thema logischerweise Startup. Felix, wie lange beschäftigst du dich mit Startups? Du bist ja selber auch involviert gewesen in einige Startups. Vielleicht erzählst du mal kurz für unsere Zuseher ein bisschen, wie du zu dem Thema gekommen bist. Super gerne, super gerne. Also auch von meiner Seite erstmal vielen, vielen Dank, dass wir dieses Interview zusammenführen. Ich mache jetzt selber seit, ich glaube seit 12 Jahren das Thema Startup. Damals hast du noch Gründungsberatung gesagt, da hieß es noch Gründungsberatung, da hat noch keiner gesagt, dass man Startup-Coach ist. Hab damit damals angefangen, weil ich vielleicht auch einfach am Anfang ganz viele kleine Kunden hatte und aus dieser Not heraus quasi eigentlich ein bisschen so eine Tugend entwickelt habe und gesagt habe, ich habe kleine Kunden, habe am Anfang immer gedacht, naja, natürlich hätte ich jetzt gerne große DAX-Konzerne, aber so mit Mitte 20 ist das ja ein bisschen schwierig und habe dann gedacht, okay, ich positioniere mich auch jetzt erstmal darauf, genau für diese kleinen Kunden eben was zu machen, weil die eben ein bisschen anders ticken, ein bisschen anders vorgehen und mache das jetzt seit 12 Jahren. Wir haben insgesamt, wir haben es letztes Mal durchgezählt, jetzt über 1300 Gründer und Startups schon beraten, begleitet, mal intensiver, mal weniger intensiv. Aber da war natürlich auch irgendwann alles dabei und es macht sehr, sehr viel Spaß, macht immer noch sehr, sehr viel Spaß und das ist natürlich super spannend. Ja, wenn man an Startup denkt, dann denkt man ja irgendwie an junge Unternehmer, an irgendwelche Kicker-Automaten und parallel dazu, aber auch an Geschäft, was manchmal halt richtig abhebt, auch sehr spannend für Investoren. Auf der anderen Seite denkt man aber natürlich auch oft, also gerade wahrscheinlich die ältere Generation von Unternehmern, an hohes Risiko und so weiter. Trotzdem gibt es ja immer wieder gestandene Unternehmer, die so Startups als Business Angel begleiten, die auch Geld investieren. Was ist denn dein Prozentsatz? Erstmal, wie viel Prozent überleben denn wirklich so diese Anfangszeit? Und wenn einer überlebt, wie sind deine Erfahrungen dann mit dem Abheben? Also es gibt ja unterschiedliche Statistiken. Es gibt viele Statistiken, die sagen, dass du nach 2 Jahren schon 50% der Startups gar nicht mehr hast und dass nach weiteren 2 Jahren wiederum 50% sozusagen nicht mehr existieren. Das heißt, meistens hast du nach 5 Jahren noch vielleicht 25% der ursprünglich gestarteten Startups überhaupt noch da. Das heißt, es gibt eine extrem hohe Quote und man sollte sich also immer vor Augen führen, die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt, auch wenn sich das jetzt erstmal negativ anhört, ist größer, als dass es klappt. Aber was automatisch auch vorgibt, was eines der wichtigsten Faktoren ist, nämlich dieses Durchhaltevermögen, eben dran zu bleiben, mit Rückschlägen umzugehen, weil viele Leute, es ist natürlich toll, sage ich jetzt mal, bei Instagram reinzuschreiben, ich bin ein Startup, ich bin ein Entrepreneur, ich bin Unternehmer. Aber das macht mich ja noch nicht zu einem Unternehmer. Ne? Also ich war auch als Kind, habe ich mich gerne als Indianer oder als Cowboy verkleidet und trotzdem war ich nicht Indianer oder Cowboy. Ja, und das finde ich halt ist extrem wichtig, dass man sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzt und sich bewusst darüber ist, am Anfang ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass etwas nicht klappt, dass es auch sein kann, dass ich ein zweites oder sogar drittes Startup starten muss und da halt wirklich mit Engagement und mit Weitblick an die ganze Sache rangehe. Ja, das heißt, dein Erfahrungswert ist so, könnte man sagen, wenn ich es jetzt richtig zusammenfasse, also nach, du sagst, die Hälfte ist sozusagen nach einem Jahr weg, dann nochmal die Hälfte, vielleicht noch weitere 2 oder nach 4 Jahren, dann vielleicht noch ein Viertel da ungefähr. Genau. So, aber von denen gibt es ja dann trotzdem immer wieder einige, die es richtig schaffen, die richtig erfolgreich sind. Also ich habe ja die Ehre gehabt, 4 Jahre die Teilnehmer bei der Höhle der Löwen zu coachen. Ja. Und wir hatten da zum Beispiel einige Teilnehmer, ich erinnere mich sehr gerne an einen, die heißen Ankerkraut, die machen Gewürze. Ja. Jetzt würdest du ja erstmal sagen, Gewürze, was will ich da machen, wie soll das funktionieren? Als sie damals in die Sendung gekommen sind, hatten die, ich glaube, einen 6-stelligen Umsatz und mittlerweile machen die einen schönen 8-stelligen Umsatz mit einem schönen, schönen Profit, haben eine vernünftige Anzahl an Mitarbeitern, sind also richtig auch ans Fliegen gekommen, kriegen regelmäßig Übernahmeangebote, sind also wirklich ein tolles und sehr, sehr profitables Unternehmen.
Aber man muss sich auch im Klaren darüber sein, das ist nicht von heute auf morgen passiert und es ist vor allem auch kein Zufall. Und dafür muss ich eben auch bereit sein, lange und viel dafür zu arbeiten. Ich vergleiche das immer so ein bisschen damit, ich glaube, seit 5 Jahren möchte ich gerne persönlich Marathon mal laufen. Mhm. Und ich fange dann immer an, im Frühjahr ein bisschen zu trainieren. Dann gibt es immer erst, du musst 5 Kilometer laufen, dann 10, dann musst du regelmäßig 15 laufen und dann kommt der nächste Schritt, den ich nie gehe. Mhm. Und jedes Mal sage ich, ach komm, lass es sein, jetzt habe ich mir dieses Jahr vorgenommen, komm, läufst du mal einen Halbmarathon. Ja, okay. Also von daher, es kommt immer so ein bisschen auf die eigenen Prioritäten und die Bedeutung dieses Themas an. Ich würde gerne mal Marathon laufen, aber ich bin nicht unfassbar dafür motiviert, wie das immer mit Themen ist, währenddessen ich für berufliche Dinge bei mir ganz anders motiviert bin. Mhm. Darum sollte man sich immer fragen, wenn man was aufbaut, wie motiviert bin ich, wie viel Lust habe ich, das wirklich zu machen? Ist es heute eine kleine Nebelkerze oder ist das ein richtiger Brand in mir? Ne? Ja. Wenn so viele scheitern, sage ich jetzt mal, was ja wahrscheinlich am Ende auch bei jedem Unternehmen so ist. Ich meine, man braucht sich nur anschauen, wie viele Produkte kommen in die Regale, wie viel gibt es nach ein paar Jahren noch, das ist ja eigentlich die Rechnung. Und trotzdem, ein paar schaffen es halt richtig. Wie geht es denn dir da? Also du bist ja auch immer wieder mal schon in Startup involviert gewesen in irgendeiner Form, hast auch investiert schon. Ja. Was sind denn für dich die Kriterien, wo du sagst, so, das und das und das muss passieren, damit ich selbst da auch reingehe oder damit ich mich auch jetzt geschäftlich da engagiere, ist ja auch beratungstechnisch trotzdem auch ein gewisses Risiko. Ja. Sagen wir, wenn so viele um ihr Geld umfallen da, dann wirst du wahrscheinlich auch schon da oder dort mal ein bisschen umfallen sein. Ne? Ja. Also erstmal muss man sagen, dass die Erfahrungen, die ich zum Beispiel jetzt als Investor, als Business Angel gemacht habe, ganz andere sind als die, die ich jetzt als Startup Coach gemacht habe. Mhm. Ich habe am Anfang gedacht, ganz ehrlich, okay, ich kenne mich super mit Startups aus, ich weiß, was wichtig ist, auf welche Faktoren es ankommt und ich kann dieses Wissen auch weitergeben, aber ich kann das auch nur bis zu einem gewissen Punkt, weil die Umsetzung liegt ja bei den Personen. Ja. Und das heißt, für mich ist eine der wichtigsten Erfahrungen und auch eines der wichtigsten Kriterien, die ich als Business Angel habe, ist, sich intensiv damit auseinanderzusetzen, wie motiviert ist diese Person, welche Erfahrung hat die Person schon. Das heißt, der Gründer hinter dem Unternehmen ist für mich wichtiger als die Idee. Ja. Weil jemand, der engagiert ist, jemand, der gut verkaufen kann, jemand, der auf Menschen zugehen kann, der kann mit fast allem erfolgreich sein, währenddessen jemand, der zwar eine gute Idee hat, der diese Eigenschaften aber nicht hat, für den wird es schwierig. Mhm. Und ganz ehrliche Erfahrung ist, ich habe im Investment in Startups jede Erfahrung gemacht, die man machen konnte. Mhm. Ich habe im letzten Jahr einen sehr, sehr schönen Exit gehabt. Also habe ein Unternehmen verkauft, an dem ich doch sehr ordentlich verdient habe, wo ich sagen kann, ich habe aus meinem Investment, was ich damals getätigt habe, das 100-fache ungefähr wieder zurückbekommen. Okay. Das ist schon ganz ordentlich, glaube ich. Also man müsste sich vorstellen, man investiert 1.000 Euro, das war mehr als 1.000 Euro und man würde dann nachher 100.000 Euro als Auszahlung kriegen. Gut, die werden noch versteuert, aber dennoch eine schöne Sache. Ja. Aber ich habe auch genau im selben Jahr, im letzten Jahr, mit einem meiner ersten Startups eine Insolvenz anmelden müssen. Mhm. Das heißt, trotz meiner Unterstützung, trotz meiner Beratung, trotz meines Netzwerks, trotz Kontakte und so weiter, ist es nicht gelungen, dieses Produkt ausreichend marktreif auf den Markt zu bringen. Das heißt, da gibt es wirklich beide Erfahrungen, die man machen kann. Und das muss man genauso wie als Gründer zu akzeptieren. Es gibt Erfolg und Misserfolg, ist es eben auch als Business Angel. Es gibt da die Regel, dass man meistens sagt, dass man so davon ausgehen kann, dass so jedes 8. bis 10. Investment wirklich sehr, sehr lohnend ist. Und das unterscheidet natürlich so einen Bereich zum Beispiel auch von dem Bereich Immobilien. Das wäre für dich ganz gruselig, wenn nur jedes 10. Immobilien ist für dich. Ja, stimmt. Wäre ganz, ganz fürchterlich. Aber ich habe da auch viel Geld verloren. Ich kann mich daran erinnern, wie ich damals oft zu Hause gelegen habe und gedacht habe, jetzt ist es weg. Ja. Das kommt ja auch nicht mehr wieder. Tut auch weh. Das tut dann auch weh. Ne? Ja. Also das brennt dann schon. Ja. Also ich habe nachdem ich meine Firmengruppe damals verkauft hatte, das ist jetzt auch schon wieder eine Zeit her, habe ich ja dann eine Zeit lang Firmen gekauft, die in wirtschaftlichen Schwierigkeiten waren, die prinzipiell auch gute Substanz hatten mal, wo aber Dinge schiefgelaufen sind, Managementfehler etc. etc. Und auch oft so mittlere Unternehmen, kleinere Unternehmen, ein, zwei größere waren auch dabei. Aber da ging es mir manchmal sehr ähnlich. Also da waren Fälle dabei, wo es einfach super war. Da war eine kleine Aktiengesellschaft dabei, wo wir große Teile von dem Unternehmen dann retten konnten und die gibt es heute noch. Ja. Und es gibt aber auch andere Fälle, wo es eben nicht so gut lief. Ja. Und wo man sein Bestes gegeben hat und noch Investoren rangeholt und selber Geld investiert und so. Und am Ende gab es dann halt trotzdem Umstände, die dazu geführt haben, weil dann plötzlich irgendwelche Sachen auch aufgetaucht sind, die vorher halt
unter den Teppich gekehrt wurden und dann ging es halt nicht mehr, ja, von den alten Inhabern. Gut, die Situation hast du ja bei einem Startup wahrscheinlich nicht, aber auf der anderen Seite, du bist natürlich auch trotzdem angewiesen, wenn du helfen sollst, das gut zu promoten und so, ja, dass die Inhaber dich ja sehr einweihen in alles. Ne? Genau. Du bist ja sehr vertraut, da sitzt ja direkt an der Quelle. Ja, absolut. Genau, wie geht's du damit um, wenn du jetzt also jemandem hilfst und dann geht das so mal schief, so wie du jetzt vorher erzählt hast, das tut dann auch ein bisschen weh, ne? Ja, also es tut absolut weh. Das ist, du musst auch dann manchmal, um es ganz ehrlich zu sagen, auch versuchen, das auf einer professionellen Ebene zu lassen. Ja. Also ich hatte zum Beispiel mal eine witzige Erfahrung, mal als kleine Seitenanekdote. Da haben wir das Investment abgeschlossen, wir waren beim Notar, haben alles unterschrieben, alles hat geklappt und am nächsten Tag habe ich die Gründer angerufen, nachdem ich denen das Geld auch überwiesen hatte und meinte, und wie läuft der Tag, klappt alles und so weiter. Gerade am Anfang habe ich sehr viel Kontakt mit den Gründern, ja, und dann sagten die zu mir, ja, das läuft gerade ganz gut, wir sind bei BMW. Dann sagte ich, ach super, was macht der denn da, geht es um Auftrag? Dann sagten die, nee, wir gucken gerade wegen Wagen. Und dann habe ich gesagt, wie, ihr guckt gerade wegen Wagen? Ja, wir gucken gerade wegen einem Wagen. Nicht so, wer braucht denn Wagen? Ja, drei Geschäftsführer. Mhm. Ja, wir brauchen ja Firmenwagen. Ich so, wie viele denn? Ja, wir würden uns jetzt schon drei Wagen hier leasen. Ich so, okay, was denn? Also das Unternehmen bestand seit 2 Wochen. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, wie, 3 Wagen? Was denn für 3 Wagen? Ja, wir gucken gerade, dass die uns ein gutes, aber ein Komplettangebot machen. Felix, keine Sorge, wir haben das Geld im Blick. Aber wir lassen uns ein Komplettangebot machen für 3 5er BMW, die wir leasen können. Und da habe ich gedacht, das meint ihr doch jetzt nicht allen Ernstes. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ja. Also selbst wenn du ein gutes Angebot kriegst, bezahlst du für 3 5er im Monat 1.500 Euro. Da habe ich gesagt, davon könnt ihr euch das Büro erstmal leisten. Ja, aber wir müssen ja repräsentativ davor fahren. Ich so, aber es muss doch nicht jeder von euch jetzt direkt ein 5er BMW fahren. Mhm. Und das sind natürlich so Sachen, wo du auf einmal einen ganz anderen Blick drauf hast, weil du bist nicht mehr in der beratenden Kompetenz, ich gebe euch Tipps, sondern du denkst dann automatisch, das ist dein Geld, was gerade da in das Auto fließt. Ja. Und das macht es natürlich extrem schwierig. Dennoch ist es bei mir so, du sagst es ja, nennt das ja so quasi Smart Capital. Mhm. Das heißt, ich versuche das immer so zu machen, dass ich einen Teil Kapital gebe und auf der anderen Seite dann aber auch Beratung zur Verfügung stelle. Mhm. Weil ich glaube, meine Meinung, dass die Beratung, die ich zur Verfügung stelle, sogar meistens noch mehr wert ist als eigentlich das Geld, weil du einfach die ganzen Erfahrungen, die du gemacht hast, Dinge, die du weißt, Leute, die Vertrieb können, Leute, die Marketing können, die bringst du ja mit ein und du bringst sie ein Stück weit dann auch mit in dein Unternehmen ein. Zumindest bist du daran beteiligt. Also es ist ja auch in meinem Ansinnen, dass dieses Unternehmen sozusagen wächst und erfolgreicher wird. Gibt es Tipps für Anfänger, wenn jetzt irgendjemand zusieht, der sagt, pass auf, ich habe eine geile Geschäftsidee, ich möchte loslegen, wie soll ich das machen, also ohne jetzt zu sehr in die Tiefe zu gehen, aber wir hatten ja jetzt auch gerade am Wochenende mal wieder Immobilienseminar, da habe ich mal einen Rechtsanwalt dabei und der sagt, Leute, so früh wie möglich bitte macht es eine GmbH, jedes Geschäft stellt ein gewisses Restrisiko dar. Absolut. Und wenn du nicht bis ans Lebensende dann irgendwo haften willst und oder zumindest dann die nächsten Jahre dann irgendwann das Existenzminimum gefällt sein willst, dann musst du eigentlich mit der GmbH arbeiten. Ja. Wie sind da deine Erfahrungen oder deine Empfehlungen? Genau, also erstmal der Empfehlung kann ich mich absolut anschließen, würde ich genauso sagen, ich würde auch direkt versuchen, mit einer professionellen Rechtsform zu starten, das ist schon mal das eine, um mich selber persönlich aus dem Risiko rauszunehmen. Ja. Zweiter großer Tipp ist, ich würde relativ frühzeitig versuchen, das Produkt am Markt mal zu testen. Mhm. Manchmal sogar zu testen, bevor ich das Produkt als solches überhaupt habe. Ja. Also einfach, weil es gibt viele Leute, die bauen auf, die bauen auf, die bauen auf und gehen dann an den Markt und schauen sich an, ob das sozusagen überhaupt funktioniert. Mhm. Und da ist es schöner, das auch erstmal auszuprobieren, sich das Feedback von Kunden zu holen, vielleicht das Produkt an der einen oder anderen Stelle nochmal ein bisschen anders, ein bisschen besser zu machen. Und das sollte man definitiv tun. Das ist so ein zweiter wichtiger Punkt. Und der dritte Punkt betrifft das, worüber wir gerade gesprochen haben, nämlich das Thema Finanzierung. Es ist ganz, ganz häufig so, dass Startups in einer zu frühen Phase das Geld ausgeht. Und wenn dir dann das Geld, du hast ein gutes Produkt, du bist auch motiviert, du tust und du machst, aber du hast eben zu wenig Puffer, um das langfristig sozusagen erstmal in den Markt zu drücken. Und viele Leute unterschätzen das, wie viel Geld es kostet, so ein Produkt bekannt zu machen, wirklich in den Markt zu pressen. Und genau, und da muss man halt einfach Kapital für haben. Deswegen ist da immer meine Empfehlung, lieber am Anfang ein wenig mehr Kapital aufnehmen, Business Angels ins Team holen, Bankenkredite nehmen und so weiter, um nicht, dass man nachher sagt, hey, es hätte alles geklappt, aber uns fehlte für 2 Monate das Geld. Das sind so die 3 Sachen, die ich glaube, als Gründer direkt berücksichtigen sollte. Mhm. Ist es vielleicht auch so, dass manche zu früh schon Geldgeber reinnehmen und zu früh Anteile abgeben, wenn das Ganze noch gar nicht
richtig vorgecheckt wurde. Ja, das kann absolut so ein Grund sein. Ist natürlich für mich als Investor immer schön. Ja. Wenn ich jetzt jemanden habe, der eine super Idee hat, der aber in Anführungszeichen vielleicht nur 20.000 Euro braucht, der aber noch nichts hat, dann sage ich natürlich zu dem, hör mal, pass mal auf, dein Unternehmen ist gerade nicht viel wert. Das heißt, wenn ich dir 20.000 Euro gebe, will ich dafür ein großes Stück vom Kuchen haben. Ja. Darum empfehle ich immer den meisten Gründern, gerade am Anfang zu versuchen, erstmal auf Fremdkapital entweder zu verzichten, indem ich sozusagen bootstrap und versuche, das irgendwie mit Family and Friends, mit eigenem Geld zu finanzieren, oder auf externes Kapital zu setzen, was ich mir leihe, also zum Beispiel auf Bankenkredite oder sonstige Sachen zu gehen. Und viele Gründer sind da sehr skeptisch, sagen, ah, oh, aber jetzt einen Kredit aufnehmen. Aber ich hatte jetzt genau diesen Fall, die hätten einen Investor haben können, der hätte den 40.000 Euro gegeben, ganz am Anfang das Unternehmen, und wollte dafür 25% an dem Unternehmen. Das wäre sogar noch eigentlich in Ordnung gewesen, weil es gab gar nichts. Dann habe ich gesagt, pass auf, wir besorgen uns die 40.000 Euro extern. Mit den 40.000 Euro kommen wir 8 Monate aus. Dann haben wir über die 40.000 Euro 8 Monate das Business aufgebaut. Jetzt ist das Unternehmen nicht mehr 160.000 Euro wert, sondern 800.000 Euro wert. Das heißt, wenn wir uns jetzt nochmal 40.000 aufnehmen würden, dann müssten wir nicht mehr 25, sondern nur noch 5% abgeben. Deswegen hast du mit dem Punkt vollkommen recht. Genau darüber nachdenken, wann ist der richtige Zeitpunkt, zum Beispiel ein Business Angel, eine Venture Capital Gesellschaft mit aufzunehmen. Manchmal kann es sinnvoll sein, erstmal selber das Ding ein bisschen wertiger zu machen. Ähnlich wie wenn ich jetzt eine Immobilie habe und ich will eine Eigentumswohnung verkaufen, dann mache ich die ja auch erstmal sauber, bringe die ein bisschen in Schuss, kümmere mich um alle möglichen Sachen, als die dann zu verkaufen, wenn sie gerade im schlechtesten Licht da steht. Dann darf ich mich natürlich nicht wundern, wenn ich keinen guten Preis kriege. Tja, wie ist denn deine Erfahrung jetzt, wenn eine Firma so ganz am Anfang steht mit einer revolutionierenden Geschäftsidee? Ich weiß ja noch, als ich damals zu meinem Banker kam und sagte, Jungs, ich habe jetzt die Idee, ich kaufe jetzt alte Fabrikshallen und mache da Büros und Wohnungen rein. Ja. Zu einem Zeitpunkt, als das aber noch keiner im deutschen Sprachraum kaum gemacht hat. Da gab es ein, zwei oben in Hamburg oder in Berlin, aber im Großen und Ganzen war das ziemlich unbekannt bei uns damals vor 25 Jahren. Und der Banker hat mich angeschaut, wie wenn ich von einem anderen Stern war. Da habe ich den Referenzen gezeigt von New York und dass selbst Bill Clinton so ein Teil gekauft hat. Das hat mich alles nicht interessiert. Für so Dinger, das finanziert man nicht. Normalerweise müsste man hier einen Abbruchbescheid machen. Ja. Und weil er es nicht verstanden hat. Ja. Und ich sage immer, was der Banker nicht versteht, das finanziert er auch nicht. Richtig, absolut. Wie geht es dir da? Bin ich voll bei dir. Du musst versuchen, den Banker abzuholen. Du darfst nicht skeptisch an das Thema rangehen und sagen, oh, der böse Banker, der hat mir kein Geld gegeben. Nein, das ist im Prinzip Vertrieb. Ja. Der Banker ist dein Kunde und du musst ihn davon überzeugen, dass er dieses Produkt kauft. Ja. Das ist deine Aufgabe und nicht seine Aufgabe, es zu verstehen. Ja. Du musst es so verpacken, dass er es versteht und du hast vollkommen recht. Diese Skepsis existiert gerade am Anfang, weil das ist was Neues. Bei uns im Rheinland gibt es ja so einen Spruch, da sagt man, was der Bur nicht kennt, das wird er nicht. Ja. Das ist halt so ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, was die Leute nicht kennen, das kaufen die auch nicht, weil die erstmal skeptisch sind. Wir haben wie so eine Neophobie, da kommt irgendwas Neues. Naja, lass es erstmal den und den machen. Ja. Meine Empfehlung ist da, Aufklärungsarbeit leisten, das so darstellen, dass es jeder nachvollziehen kann, Referenz oder andere Projekte, wie du das gemacht hast, mit reinbringen, im Notfall auch mit mehreren Banken sprechen, mit unterschiedlichen Banken, Mitarbeitern sprechen und dann kriegt man das, glaube ich, sehr, sehr gut aufgebaut. Und dann funktioniert sowas auch. Okay. Hast du so drei klassische Anfängerfehler, wo du sagst, das passiert immer wieder und da kannst du eigentlich reden, was du willst? Ja. Leider immer wieder. Ah, ich glaube, das ist mal abgesehen von den Firma BMW. Ja. Ich glaube, da würde ich wahrscheinlich 25 zusammenkriegen. Also ich sag mal, ein klassischer Fehler ist zum Beispiel, Gründer und Startups, ich formuliere es mal ein bisschen drastischer, können keinen Vertrieb. Wer kann heute noch Vertrieb? Wenn ich denke, mein Großvater hat das gelernt, der ist von Tür zu Tür gegangen. Die junge Generation, ich meine, ich bin jetzt auch schon Ende 30, aber die junge Generation, gerade so mit Anfang 20, wer ist da noch Verkäufer? Weil die Leute das nicht mehr gelernt haben, etwas verkaufen zu müssen, geschweige denn sich selber in einem Vorstellungsgespräch zu verkaufen. Eigentlich musst du, würde ich gerade sagen, dich ja immer verkaufen. Ne? Immer. Also immer im Leben, ob du angestellt bist, ob du Inhaber einer Firma bist. Absolut. Immer. Und deswegen empfehle ich immer jedem, mach bitte am Anfang eine Vertriebsschulung. Ja. Eine, zwei, drei, lass dich da weiterbilden, tu das, mach das. Ein zweiter großer Fehler, viele machen so ihr eigenes Ding. Ich finde es super, sein eigenes Ding zu machen, aber ich muss ja nicht die Fehler machen, die der links und rechts schon gemacht hat. Das heißt, meine Empfehlung ist immer, sprich mit anderen Gründern, sprich mit anderen Startups, sprich mit anderen erfolgreichen Unternehmern. Wie sind die vorgegangen, was haben die gemacht, was waren die Gründe, warum die erfolgreich sind? Das sind solche Dinge, die ich da erfragen kann. Und dadurch sucht dir auch einen Coach, so wie Felix beispielsweise. Ich sage auch immer zu meinen Leuten, sucht sich einen Mentor,
oder den Coach. Ja. Und natürlich können Sie alles selbst machen und alles selbst probieren. Ja. Aber ich weiß noch mit den Immobilien, wie lange ich rumgetan habe und wirklich jede Sackgasse kannte ich irgendwann dann, ja. Bis ich dann hergegangen bin und zum Glück rechtzeitig noch einen Mentor gefunden habe, der dann auch ein bisschen mich in die Karten reinschauen hat lassen. Und sonst würde ich halt nicht da stehen, wo ich stehe. Ja. Das spielt da eine riesige Rolle. Das hatte ich bei meinem Speaker-Business am Anfang ganz stark. Da weiß ich noch, bei den ersten Speakings, die ich am Anfang gemacht habe, hatte ich keine Ahnung, was man dafür nehmen kann. Da weiß ich noch, für meinen ersten Vortrag habe ich damals 500 Euro genommen und habe gedacht, boah, 500 Euro für eine halbe Stunde was erzählen. Wenn du mir das jetzt heute sagen würdest, würde ich sagen, vielleicht kriege ich davon die Zugfahrt finanziert. Ja, ja. Da siehst du einfach, wie sich solche Dinge extrem Mindset, ne? Genau, das wäre nämlich genau der dritte Punkt, dieses Mindset zu haben. Sich erstmal vorzustellen, alles ist möglich, wir können alles tun, wir können alles machen und dann kann man da auch erfolgreich mit sein. Und da muss ich einfach so eine Veränderung in meinem Prozess haben, Veränderung in meinem Kopf haben und auch bereit sein, mal Dinge zu ändern. Weil es ist auch nachher, später ja, ein großer Unterschied, ob ich einfach nur One-Man-Solopreneur, Selbstständiger bin oder Unternehmer bin, der Mitarbeiter hat, der Sachen delegieren kann und so weiter. Auch das war für mich damals so ein zweiter Entwicklungsschritt. Ne? Wie so eine zusätzliche Transformation, das jetzt hinzukriegen, okay, das macht jetzt mal jemand anders, Felix. Das macht jetzt auch mal jemand anders. Das musst du nicht auch noch selber machen. Am Anfang war bei mir ein Riesenproblem. Ich wollte alles selber machen. Ne? Ja. Du warst dann irgendwann das so gewohnt, über alles eben die Menschen, ne? zu haben. Also das ist so viel, sau, die alles kann und alles macht. Und alles, das sind ja viele Unternehmer, die am Anfang Fenster im Büro selber sauber macht, die Internetseite selber macht, die Flyer selber gestaltet, weil ich dann immer gedacht habe, da sparst du Geld, da sparst du Geld, da sparst du Geld. Und das ist vielleicht wirklich der dritte oder vierte Fehler, dass man viele Dinge wirklich als Investition betrachten muss, dass man wirklich hingeht und sagt, ja, das kostet mich jetzt Geld, aber zum Beispiel wie jetzt bei mir im Coaching oder im Mentoring bei den Startups, das kostet ein Heidengeld, das sage ich denen auch. Absolut. Die Stunde kostet richtig, richtig Schotter. Aber ich habe noch nie jemanden da sitzen gehabt, der nachher gesagt hat, okay, das hat sich nicht gelohnt. Weil es sind manchmal ganz Kleinigkeiten, manchmal auch erst im zweiten, dritten oder im vierten Termin. Ja. Aber ich muss sowas wirklich als Unternehmer, als Investition sehen. Ich muss sagen, ich investiere in mich, in mein Business. Dadurch wird es größer und nicht immer nur sagen, okay, ach super, da kann ich die Kosten streichen, die Kosten streichen, die Kosten streichen, weil dann wächst es auch auf der anderen Seite nicht. Absolut. Und Geld ist ja auch Energie. Und ich sage jetzt mal, wenn jemand mehr zahlt an dich, an mich, ist ja immer so, dann heißt es auch, er kauft sich mehr Aufmerksamkeit von mir. Genau. Und ich kann das auch leisten, mehr Zeit ihm zu widmen, mehr Zeit in ihm zu investieren und zu helfen, sein Business auf Vordermann zu bringen. Absolut. Jetzt gibt es natürlich den einen Tipp, gründe eine GmbH, damit du nicht deine ganze Existenz gefährdest, also eine Kapitalgesellschaft. Aber auf der anderen Seite gibt es jetzt zwei Strömungen. Die eine sagt, pass auf, wenn du an eine Sache glaubst, dann bleib dran und du musst es einfach schaffen, immer wieder aufstehen, dich abputzen, weitermachen, vorwärts und nicht nach hinten wie Lotsfrau. So. Und die andere Stimmung sagt, ja, aber es gibt irgendwann diesen Punkt, auch in der geschäftlichen Entwicklung, wo sich möglicherweise mal die Umstände geändert haben, wo Dinge anders laufen, als man sie geplant hat, wo es dann sozusagen dieses Notbremsenprogramm geben muss. Genau. Was sagt der Felix zu diesen beiden gespaltenen Meinungen? Also super spannende Frage und ich glaube eine Frage, die wahrscheinlich nie jemand komplett richtig beantworten kann, weil du hast vollkommen recht, es gibt so einen Punkt, wo du sagst, ich muss immer durchhalten, aber es gibt auch so einen Punkt, wo ich sage, okay, jetzt habe ich alles getan, das bringt nichts. Ich vergleiche das immer damit, ich würde jetzt eine hübsche Frau gerne kennenlernen. Jetzt sehe ich die, spreche die an und die sagt, kein Interesse, ich bin verheiratet. Jetzt kann ich nochmal hingehen, die nochmal ansprechen. Ich kann sie beim nächsten Mal nochmal ansprechen. Ich kann ja einen Brief schreiben. Ich kann nochmal was machen, nochmal was tun und nochmal was tun. Aber irgendwann kommt natürlich der Punkt, wo ich mir sagen sollte, okay, ich habe jetzt alles versucht, was in meiner Macht steht. Und es macht keinen Sinn. Ne? Und das ist ja so dieser Spruch, auf ein totes Pferd zu setzen. Ja. Ne? Also bei einem Pferderennen jetzt auf ein totes Pferd zu setzen, das Pferd wird nie gewinnen. Egal wie viel ich darauf setze, wie ich das Pferd anspreche, wie ich das motiviere. Ja. Das ist eine extrem hohe Kunst als Unternehmer, auch mit einer gewissen Art von Erfahrung, die ich dafür brauche, herauszufinden, okay, lohnt es sich jetzt noch, hier das zu machen? Ich stelle mir mal selber die Frage, Felix, hast du das Gefühl, dass du alles getan hast für diese Sache? Hast du das Gefühl, dass du mit deinem ganzen Engagement, deiner Leidenschaft, allen Tipps und Tricks an diese Sache rangegangen bist? Mhm. Und wenn ich diese Frage für mich mit Ja beantworte und aber nicht den Erfolg erzielt habe, den ich erzielen wollte, dann muss ich sagen, okay, dann ist jetzt ein Punkt zu sagen, okay, es hat nicht funktioniert, es hat nicht sollen sein, es hat nicht geklappt.
Und was ganz wichtig ist, und das muss ich auch als Unternehmer lernen, wirklich sich dann den Mund abwischen und sagen, okay, das hat nicht geklappt, nicht jedes Projekt ist erfolgreich, sich nicht davon unterkriegen zu lassen, sondern weiterzugehen und weiterzumachen und zu sagen, okay, dann gibt es jetzt neue Dinge, wo ich ein Engagement reinstecke. Ich kenne viele Dinge, an die ich lange geglaubt habe, wo ich viel für getan habe, wo ich aber später gemerkt habe, ah, hättest du mal früher damit aufgehört und das anders gemacht. Genauso gibt es Dinge natürlich auch, wo ich gesagt habe, wärst du mal ein bisschen länger dran geblieben. Aber das wird immer so sein. Aber diese Fälle, in denen das sozusagen so ist, die werden, finde ich, mit der Zeit weniger, weil du einfach weißt, okay, gut, hier bin ich jetzt mit allem Engagement reingegangen, ich kann das auch bewerten. Was ich da auch ganz gut finde, ist, sich auch wirklich mal eine externe Meinung dazu zu holen, mit jemandem Externes darüber zu sprechen, der wirklich da auch ein Experte ist, der einem vielleicht sagt, ich glaube, das wird relativ schwierig oder versuch das doch nochmal, das doch mal. Und wenn ich diese Sachen alle abgehakt habe, ich habe der Frau Blumen mitgebracht, ich bin nett hingegangen, ich habe den Brief geschrieben und merke so, die Sachen habe ich jetzt alle gemacht und es hat nie irgendetwas gemacht, dann muss ich irgendwann sagen, dann will ich auch nicht mein ganzes Leben verschenken, sondern dann spreche ich vielleicht ihre Freundin an. Wollte ich jetzt gerade sagen, es könnte aber natürlich auch sein, und das ist jetzt beim Thema Netzwerke, dass diese Frau ja bereits knapp vor der Scheidung steht und das erfährst du aber möglicherweise gar nicht. Würdest du dann erfahren, wenn du in deinem Netzwerk ihre beste Freundin hättest? Und jetzt mal direkt beim Thema Netzwerke, wie wichtig sind denn für dich jetzt aus Sicht von Startups Netzwerke? Absolut super, super wichtig, weil ein Faktor ist zum Beispiel der, dass du ganz häufig, auch wenn du in Startups investierst, dich mit anderen Business Angels zusammenschließt, was ja ganz sinnvoll sein kann, gerade wenn du dann sagst, okay, ich kenne mich persönlich sehr gut mit Marketing aus, aber jetzt würde jetzt sagen mal jemand was im Bereich Immobilien machen, was nicht meine Branche ist, wo ich sage, ich kann den Marketing technisch unterstützen, ich kenne die Branche aber nicht gut, wo ich dann sagen könnte, komm, pass auf, Paul, da ist ein super Startup, lass mal überlegen, ob wir da was zusammen machen können. Und dann macht dieses Netzwerk einen extrem großen Sinn, also sowohl aus Investorensicht als natürlich auch aus Coaching-Sicht. Ich habe sehr häufig, dass Startups mich fragen und sagen, kennst du einen guten Grafiker? Kennst du einen tollen Fotografen? Kennst du eine Gewerbefläche, wo wir ein Event machen können? Oder. Das heißt, manchmal komme ich mir sogar schon so fast vor, wenn ich mein Handy in der Hand habe, wie so ein Knotenpunkt in so einem Kabelnetz. Da laufen dann da Anfragen zusammen und ich spreade die dann in alle möglichen Richtungen. Weil du natürlich auch davon profitieren kannst. Also nicht nur davon, dass du deine eigenen Startups damit unterstützen kannst, sondern manchmal sind es ja auch Sachen, ganz banale Sachen wie Provisionen. Also ich habe auch selber, wenn ich Speaking-Anfragen kriege und an den Termin nicht kann und die dann aber an einen Kollegen weitergebe, dann kann eine ganz simple Empfehlung einfach nur eine WhatsApp-Nachricht, kann mal 1.000 Euro wert sein. Und dann machen solche Sachen halt Sinn. Also deswegen ist dieser Austausch ganz, ganz wichtig. Raus aus dem Keller, rein in die Welt, mit Leuten sprechen, sich austauschen, Ideen vorstellen. Das ist das, was nachher einen erfolgreichen Unternehmer ausmacht. Super. Ja, wir haben jetzt schon einiges gehört. Wir haben gehört, wie wichtig Netzwerke sind. Wir haben gehört, dass man manchmal einfach auch absteigen soll vom Pferd, besonders wenn es schon halb tot ist. Wir haben auch gehört, dass es, was so richtige klassische Anfängerfehler sind, sozusagen den BMW oder die BMWs bestellt, wenn noch gar nicht Geld verdient wurde. Das heißt, einfach das falsche Mindset, weil das ja auch zum Unternehmer tun. Eine Sache, die ich ganz spannend gefunden habe, was du vorher gesagt hast, wenn viele sozusagen glauben, sie müssen überperfektionistisch an die Sache herangehen und müssen das Produkt bereits in die erste Serie sozusagen produziert haben, bevor sie dann damit rausgehen. Und das ist ja etwas, was man, wenn man sich viele große Unternehmen anschaut, Bill Gates damals mit Microsoft, sage ich, die haben bis heute manche Programme noch nicht fertig entwickelt, wenn die gewartet hätten, bis die perfekt sind, wenn die Niermarke kommen. Also ihr könnt auch nachher irgendwie eine AIDS-Stiftung ins Leben rufen, um eure Sachen wieder gut zu machen an der Menschheit. Aber einfach loslegen manchmal auch. Genau, das ist ein super wichtiger Faktor. Schönes Beispiel, wenn du dir das anschaust, dann weiß ich nicht, wie viele Updates mein Mac macht. Ja, also du musst dir einfach vorstellen, ganz wichtige Mindset-Sache, dein Produkt ist nie fertig. Es ist nie fertig. Genau. Wenn ich Kunden bei mir habe, die sagen, meine Internetseite ist jetzt fertig, dann sage ich immer, die ist nicht fertig. Die wird nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Genau, die wird niemals fertig sein. Und das muss ich halt so ein Stück weit akzeptieren. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, wenn dir dein erstes Produkt nicht peinlich ist, dann bist du zu spät an den Markt gegangen. Ja. Ja, also rein theoretisch, ne, man sollte jetzt nicht mit Müll an den Start gehen. Ja, das ist absolut
das ist recht wichtig. Ich denke mir das manchmal, wenn ich so irgendwie Videos sehe von mir, die 10 Jahre alt sind, wo ich irgendwo schon vor 2.500 Leuten gesprochen habe, und ich denke, oh Gott, das will, ja. Und manchmal ist es sogar nach 5 Jahren so. Und ich habe mit anderen Speakern auch schon gesprochen, die wirklich auch zu den Top 5 oder so. Und es geht fast jedem so, ja. Ja, und absolut. Also, das wird sich auch niemals ändern. Ist nochmal für diejenigen, die später eingestiegen sind, aber auch für die anderen, die von Anfang an dabei sind. Wir haben jetzt schon ein paar Probleme von Startup angesprochen, aber was würdest du denn sagen, sind so die 3 größten klassischen Probleme, die Startups halt immer wieder so haben, und vielleicht auch eine Idee, wie man das eine oder andere davon vermeiden könnte? Genau. Also es gibt natürlich bei Startups extrem viele Probleme. Ein großes Problem ist so zum Beispiel das Thema Positionierung in Kombination mit dem Fokus. Ich habe immer wieder das Gefühl, viele Startups wollen möglichst viele Produkte anbieten, um eine sehr, sehr große Kundengruppe abzudecken und irgendwie erfolgreich sein. Der Kunde könnte ja das kaufen, der könnte das kaufen, der könnte das kaufen, und dadurch bin ich erfolgreich. Mhm. Es macht viel mehr Sinn, eine klare Positionierung zu entwickeln und sich klar auch auf ein Thema zu positionieren. Mhm. Am Anfang hat jeder zu mir gesagt, Felix, du mit deinen Startups, komm doch wieder zurück hier in unsere große Unternehmensberatung, mach doch Beratungen für Großkonzerne, da kannst du viel, viel mehr Geld verdienen. Aber ich habe immer gesagt, meine Klammer oben drüber ist immer Startups. Ja. Ich investiere in Startups, meine Bücher sind über das Thema Startup, ich coache im Bereich Startup, ich halte Vorträge zum Thema Startup. Meine Positionierung ist für mich persönlich klar. Genau, deswegen bist du auch der Experte für Startups. Genau, und dann hast du halt da eine klare Positionierung. Mhm. Das andere ist, würde ich sagen, ein ausreichendes Selbstbewusstsein zu haben. Ja. Aber ich nenne das mal ein sympathisches Selbstbewusstsein. Mhm. Weil ich finde, wenn du erfolgreich bist, ist es völlig in Ordnung, darüber zu reden, dass du erfolgreich bist. Ja. Schwierig sind Leute, die erzählen, dass sie erfolgreich sind und aber eigentlich gar nicht erfolgreich sind. Ja. Ich finde aber, wenn ich erfolgreich bin und, ich sag mal ganz blöd, kann mir eine gute Uhr leisten, kann mir eine schöne Wohnung leisten, dann ist es auch legitim, davon zu sprechen, weil ich habe dafür extrem hart gearbeitet. Und das ist mir am Anfang sehr, sehr schwer gefallen, weil ich am Anfang immer gedacht habe, naja, irgendwie ist mir das jetzt ein bisschen unangenehm, ich will jetzt auch nicht nach außen hin irgendwie arrogant wirken, aber Arroganz ist was anderes. Ja. Ich finde, ein ausreichendes Maß an Selbstbewusstsein ist für einen Unternehmer ein ganz, ganz wichtiger Faktor, auch um andere davon zu überzeugen. Wenn ich in Vertriebsgesprächen oder jetzt die Tage mit einem großen Automobilkonzern habe ich telefoniert, denen hatte ich ein Angebot für eine Keynote geschickt, da dachte ich, ja, Dennison, also ganz ehrlich, das ist aber schon, was Sie hier aufrufen, das ist aber, dann habe ich halt ganz selbstbewusst gesagt, hören Sie mal, ich bin im letzten Jahr unter den Top 3 Speakern in Deutschland gewesen. Das ist doch klar, dass es dann auch nicht viel, dass das sicher auch was kostet. Das ist Ihr Preis wert. Ich habe über 500 Vorträge gehalten, mache das jetzt seit 10 Jahren. Dann ist es doch klar, dass ich da so einen Preis aufrufe. Oh, Sie sind aber schon ein selbstbewusstes Kerlchen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es wäre ja auch schade, wenn ich das nicht wäre. Ja, weil wenn ich bei Ihnen auf der Bühne was über Motivation und Einstellung erzählen sollte und das bei Ihnen im Verkaufsgespräch nicht rüberbringen kann, ja, da haben Sie schon ein bisschen recht. Ja, also von daher finde ich, ist das auch ein wichtiger Faktor. Man muss ein Stück weit an sich glauben. Man muss aufhören, darüber nachzudenken, dass wenn ich einen Rückschlag habe, dass das persönlich immer was mit mir zu tun hat, dass dieses Scheitern in mir als Person liegt, sondern es gibt so viele Dinge, wie diese Frau, wenn ich diese Frau anspreche und ich alles richtig mache, die Frau aber verheiratet ist, treu und glücklich, dann liegt es nicht an mir, dass ich nicht erfolgreich war. Und das muss ich akzeptieren. Also das heißt, ich werde einfach die Zielgruppe neu definieren. Ne? Genau. Bevor wir auf die anderen Punkte zu sprechen kommen, würde ich da gerne mal reingrätschen zu dem Scheitern, weil du sagst Scheitern. Bei uns, also genauso wie das ja in deutscher Sprache etwas anders ist mit Selbstbewusstsein, also ich sage jetzt mal, in den USA finden die Jungs das ja super, wenn du einen Ferrari, einen Bentley, einen Rolls-Royce oder einen Aston Martin fährst. Ja. Bei uns ist es eher, ne, dann bist du irgendwie schief angesehen, dann muss irgendwie Drogenhändler oder irgendwas Illegales oder wem hat er da über den Tisch gezogen. So, da ist schon mal dieses Mindset da, da kann es nicht mit rechten Dingen zugehen. Genau. Und das Zweite ist ja auch, in den USA ganz normal, glaube ich, dass Startups scheitern, es wieder versuchen und erst beim 4., 5. Mal erfolgreich sind. Genau. Wie geht es dir da mit deinen Jungs und Mädels, die du unterstützt hier im deutschen Sprachraum, wenn die mal scheitern? Ja, hast du absolut recht. Es sind im deutschsprachigen Raum, egal ob Österreich, Schweiz, Deutschland, ist es ein Riesenproblem. Mhm. In Amerika ist es quasi so, wenn du ein Startup schon mal hattest, damit gescheitert bist, hast du bei der Bank fast sogar schon einen Vorteil, weil die sagen, der weiß ja genau, woran es gelegen hat. Ja. In Deutschland hast du das Gefühl, oh Gott, der ist ja schon mal gescheitert, der scheitert der nochmal. Ja. Also sozusagen wirklich das Negative daraus zu ziehen. Es ist natürlich auch immer, ich sag mal, simpel zu sagen, ja, du musst lernen, mit Scheitern umzugehen, es wird immer Rückschläge geben, weil
wenn diese Rückschläge dir nahe gehen, dann ist das schwierig. Wenn ich an eigene Dinge bei mir denke, dann muss ich zum Beispiel daran denken, als ich mein erstes schönes Büro hatte, ein bisschen nett eingerichtet, ein paar kleine USM-Möbel drin und so weiter, da hatte ich das Büro 3 Wochen, da rief mich morgens die Polizei an und sagte, Herr Dünnersen, Ihr Büro wurde aufgebrochen. Dann bin ich da hingefahren, das ist jetzt 10 Jahre her, und es war alles geklaut. Alles geklaut. Und es gab ja noch keine Cloud. Das heißt, alle Firmendaten lagen in dem Computer und auf einer externen Festplatte, die an dem Computer angeschlossen auch im Büro lag. Okay. Das heißt, das war natürlich sehr ungünstig. Und da habe ich natürlich auch lange da gesessen und habe gedacht, boah, mein Gott, Felix, hast du da jetzt wirklich Lust drauf? Ich wusste, ich hatte ein gutes Jobangebot in einer Bekanntenberatung, wo ich einsteigen kann, zu einem tollen Gehalt, nette Assistentin. Und habe mir gedacht, willst du dir diesen ganzen Driss mit der Selbstständigkeit jetzt antun? Da hast du nichts damit zu tun. Du kriegst Ende jeden Monat ein schönes, großes Gehalt auf dein Konto. Alles ist super, alles in Ordnung. Aber es war ja mein eigener Traum. Es war ja mein eigener Traum, sich was aufzubauen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, möchte ich mich selber aufhalten lassen von Einbrechern? Also möchte ich anderen Leuten die Möglichkeit, die Macht geben, zu entscheiden, ob ich meine Träume verwirklichen kann? Und habe mich dann natürlich dazu entschieden, nein, das soll nicht so sein. Aber dennoch war diese Entscheidung, ganz ehrlich, nicht ab Sekunde null für mich klar. Sondern ich habe mich erstmal auf den Tisch gesetzt, Stühle waren ja im Cloud, ich habe mich erstmal auf den Tisch gesetzt und habe mir die Frage gestellt, so, was machst du denn jetzt? Das heißt, ich finde immer wichtig, es gibt ja diesen schönen Satz, wenn du hinfällst, musst du aufstehen. Ich ergänze den immer dadurch und sage, wenn du hinfällst, bleib mal ganz kurz liegen, denk drüber nach, überleg, wie du mit der Situation umgehen kannst. Und wenn du dann das Gefühl hast, es ist richtig aufzustehen und es ist dein Wunsch aufzustehen, dann steh auf, geh weiter und lern aus dieser ganzen Kiste. Und das ist halt ganz, ganz wichtig. Also sehr, sehr spannend im Hintergrund, die Flammen, als du das erzählt hast, ist mir die Geschichte von Edison jetzt eingefallen, als Edisons Haus abgebrannt ist und er war ja da mitten in seinen Forschungen zu der ganzen Glühbirnengeschichte, hatte schon zigtausende Versuche gemacht und er steht vor der Asche des Hauses sozusagen oder vor dem brennenden Haus und das schon fast niedergebrannt ist und sein Sohn kommt und seine Frau und die wollen ihn trösten. Und er sagt, ihr müsst mich nicht trösten, weil wir haben jetzt endlich die Chance, nochmal bei Null zu beginnen. diese Einstellung muss man mal haben und mitbringen, glaube ich, wenn es mal nicht so läuft. Und ich glaube, das ist auch ein schöner Gedanke, um hier jetzt mal kurzzeitig einen Bruch zu machen und aufzuhören, um aber das Gespräch dann gleich nochmal fortzusetzen, weil hier im Hintergrund die Flammen sind auf firetalk.de. Das ist ja mein Podcast, den es seit ein paar Monaten gibt. Und da werden wir jetzt ein bisschen mehr noch von dir persönlich erfahren. Gerne. Werden wir erfahren, wie du da hingekommen bist, wo du heute stehst. Sehr gerne. Was dich persönlich mit dem Thema Startup verbindet. Und du bist uns ja noch 2 oder 3 Punkte schuldig, wo wir jetzt gleich weitermachen. Also kommt auf firetalk.de, da könnt ihr den Podcast hören beim Autofahren oder im Fitnesscenter oder morgens beim Joggen, wann immer ihr Lust habt. Das war's für heute wieder. Tschüss, ciao. Danke. Und Servus. Ciao.